Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Multizerkleinerer von Grundig besteht aus einem Arbeitsbehälter, zwei aufeinandersetzbaren Messereinsätzen und dem Bedienteil, welches oben auf den Behälter gesteckt wird. Aufbau und Bedienung sind einfach gehalten. Allerdings hat das Gerät einige Einschränkungen und Eigenschaften, die nicht gelungen sind. Zum einen ist der Behälter recht klein ausgefallen. Der angegebene halbe Liter kann niemals ausgenutzt werden. Meist ist das Gerät nur mit 100-200 Milliliter befüllbar. Sonst schaffen die ansonsten scharfen Messer ihre Aufgaben nicht oder viel schlimmer. Gerade bei Flüssigkeiten quillt das Zerkleinerte aus dem Behälter heraus. Die Anleitung ist widersprüchlich, was wirklich in diesem Gerät verarbeitet werden darf und soll. Harte Lebensmittel sollen nicht verarbeitet werden. Was ist denn hart? In der Anleitung finden sich Befüllungsmengen für Fleisch oder Nüsse, einzelne Nusssorten oder Kaffeebohnen sind jedoch ausgenommen. Weitere Unstimmigkeit, das Gerät soll nicht zur Verarbeitung von Flüssigkeiten genutzt werden. Der Anleitung liegt ein Rezept für Salsa bei. Der schwere Aufsatz wird auf den Behälter gesetzt, der damit leicht wegrutschen kann, trotz Gummiunterlage. Schwach ist auch die Betriebsdauer des Gerätes. Nach Anleitung sind maximal 10 Sekunden erlaubt. Dann hat eine Minute Pause zu erfolgen. Wer nun eine Erdbeermilch oder die vorgeschlagene Salsa ausprobiert, kommt schnell an das Limit des Geräts. 2 bis 3 Gläser Shake oder Smoothie benötigen durch die geringen Füllmengen und Pausen ihre Zeit. Feine Dinge, wie Kräuter oder Käse werden sehr gut zerkleinert. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.